Yo, was geht ab, Leute? What's poppin'? YouTube Wax wieder vor euch am Start mit einem weiteren Squad Builder Battle auf meinem Kanal. Und heute haben wir zwei übertrieben freshe Stürmer am Start, die natürlich auch in der Weltmeisterschaft rasieren werden, bin ich der Meinung. Und mein Spieler, den ich heute spielen werde, ist der einzig wahre Uruguayer Suarez, Digga. Und mein Gast darf seinen Spieler auch mal vorstellen. What's poppin'? Ja, ich habe Lewandowski am Start. Ich denke mal, Suarez wird rasieren und auch wieder beißen, ne? Der wird wieder eine Beißattacke. Leute, die direkt wetten, dass der Typ beißen wird. Nein, wird er eh nicht. Deswegen werdet ihr nur Geld verlieren, falls ihr es machen solltet. Beste. Ja, Leute, wir würden heute uns freuen, wenn wir wieder die 50 Likes knacken könnten. Oh, 40, komm, 40 erstmal. 40? Übertreibt es nicht. Leute, schaffen wir 40. Okay, machen wir erstmal 40. 40 Likes sind heute das Limit. Das wollen wir erreichen. Und wenn das nicht sein sollte, dann rufe ich Bowser und der wird hier einen Diss-Track gegen euch raushauen. Chill mal jetzt. Okay, was geht sonst? Muss man noch was erzählen? 4-3-3-4, Digga, chill mal. Du hast 4-3-3-4 und ich spiele heute in der 4-4-2, ne? Sauber. Also heute ein ganz gechilltes Squad-Builder-Battle, Leute, in dieser Tonlage, okay? Normal. Damit gehen wir auch ganz gechillt zu unseren ersten Spielern. Übertreib's jetzt. Ich würde sagen, heute mal, das ist ja modern heutzutage, wenn man so gechillt redet, Leute. Schreibt mal rein, wer ist euer Lieblingsstürmer aus der oder in der WM? Von welchem Verein? Vielleicht von Deutschland, vielleicht von Argentinien. Wahrscheinlich Verein, oder? Ist doch ein Verein. Komm, mach auf. Nationalmannschaft. So, normal. Mein erster Spieler spielt beim Verein England. Oh, den habe ich nicht. Den hast du nicht, ne? Weil das ist Harry Kane geworden. Boah, ich hätte Verein Uruguay nochmal, ey. Cavani. Scheiße, Mann, ey. Okay, darfst behalten. Okay, bei mir waren es ja zwei. Jo. Rechts, Europäer, und zwar Callejón. José Callejón. José Callejón. Und links, Südamericano Gomez. Alejandro Gomez. Das ist gut für mich, ja. Denn jetzt kann ich drei Polen im Mittelfeld aufschreiben und habe hundertprozentig ein. Warum? Weil du brauchst einen grünen Link für den Lewand. Ah, du kannst schon. Nein, europäischen Manager, der regelt alles, Digga. Nee. Du brauchst jetzt einen Polen. Ich brauche keinen Polen. Europäischer Manager würde regeln. Dann würde er auf 8 kommen. Aber okay, schreib Polen auf, wie du willst. Moin. So, ich habe mir nochmal gerade meine Spiele hier angeschaut, Kollege, ne? Und. Yes. Ja, also wie gesagt, ich bräuchte eigentlich keinen Polen, ne? Das geht ehrlich mit einem europäischen Manager. Ja, wir fangen ja bei mir an, dann hören wir mal über deine Spieler zu reden. Ja, komm mal. Du bist echt ein Vogel manchmal, ne? Ja, ich wollte mal hier anfangen, kleiner arroganter Penner hier, ey. Du kleiner arroganter. Zum einen habe ich einen Spieler, der ist auf jeden Fall auch nominiert, ne? Ja. Für den deutschen Kader. Julian Brandt auf der linken. Okay. Dann haben wir daraufhin einen ZM, der muss dann ja Engländer sein oder auch nicht. Oder auch nicht. Man kann ja auch mit dem Manager das regeln, hast du mir eben erklärt. Welches Rating hat er denn? 80, da ist er doch. Barclay habe ich mir mitgenommen. Von England, nicht Sterling. Ja. Sterling habe ich natürlich aber auch im Verein, aber wir wollen es dir ja heute nicht zu leicht machen. Mhm. Dann habe ich Stirnband am Start. Icon Nambaro. Ah, der hat den wieder im Mittelfeld, Junge. Du weißt das doch, den hat doch im Mittelfeld. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Und auf der rechten Seite spielt bei mir dann natürlich ein Südamerikaner von Uruguay, damit da Suarez noch auf sein Hack kommt. Und das ist entweder Lodeiro oder Sanchez. Und ich finde, Sanchez ist schneller, der wäre geiler in-game. Ja. Und deswegen nehme ich auch Sanchez mit, ne? Kannst beide mitnehmen. Salvio, Dybala und der Perisic. Und der einzige, wo ich knapp dran war, war der Engländer. Aber da habe ich Dele Alli aufgeschrieben. Das also alle hast du gar keinen? Nee, ich habe gar keinen. Das alle ist ja brutal, Junge. Okay. Das ist ja brutal. Richtig brutal. Dann schauen wir jetzt mal. Also wie gesagt, ich hätte keinen Polen gebraucht, hätte ich einen europäischen Manager. Ich brauchte... Warte, aber, bevor du anfängst. Du hattest mir eben so viel Angst gemacht, dass ich jetzt doch nicht drei Polen aufgeschrieben habe, sondern nur einen. Echt? Ja, okay. So viel kann ich dir sagen. Okay, habe ich dich aber wenigstens ein bisschen verwirrt hier. Ich habe einen Polen mitgenommen, einen aber nur. Einen habe ich mitgenommen, okay, brauche ich auch nur. Aber wie gesagt, ich brauche den eigentlich nicht. Krychowiak, eigentlich ZDM, ungewöhnlich. Da habe ich mal den Sneaky-Move gemacht, den du mal machst. Wen hatte ich hier rechts? Genau, da hatte ich den Kollegen. Und zwar Ivan Rakitic. 86er rated, leider einen Downgrade-Punkt bekommen. Aber trotzdem 86 oder Walkout. Und links, genau, hatte ich den guten alten Banega. Jo, nimm doch deinen Dybala mit, Junge. Nee, das wird zu auffällig. So, jetzt kommen wir aber zu den Polen, ne? Yep. Und ich habe auch einen Polen, das habe ich ja schon gesagt. Das ist aber geworden bei mir. Krychowiak nicht, sondern Zielinski. Okay. Und dann habe ich Rakitic natürlich aufgeschrieben, Junge. Na, hast du ihn nicht, Digga? Ehrlich?
Ne, ich hab Koki. Ja, wollte schon sagen, hä? Du weißt gar nicht, dass ich Rakitic habe, Alter. Deswegen konntest du nicht haben. Normal konnte ich. Banega, hast du die Baller, oder? Die Baller, ja. Du weißt nicht, dass ich Rakitic, der habe ich ja. Ja, den hat man einfach. Ja, hä? Ja, okay. Natürlich auch. Ja, aber ich, ganz ehrlich, den hätte auch unbedingt nicht haben können. Also von daher, naja, okay. Aber ich habe dich gut verarscht hier, muss ich sagen, ne? Mit du hast mir echt gut. Ich hätte einfach drei Polen bei meiner Strategie bleiben, dann hätte ich jetzt schon einen Punkt wahrscheinlich. Hättest du dann Krychowiak? Wahrscheinlich, oder? Na, da gab es trotzdem fünf Stück oder so. Das ist die Sache. Deswegen habe ich nicht auf alles auf Risiko getan, sondern ein bisschen so gemacht, hat trotzdem nichts gebracht. Naja. Jetzt gehen wir aber zu den Außenverteidigern. Yep. Und jetzt muss man endlich einen Spieler droppen, weil sonst wird es ja auf jeden Fall komisch. Ich wollte eigentlich erst einen Nakata nehmen, wollte ich dir noch kurz sagen, ne? Aber da habe ich doch Krychowiak. Also die eigene Nakata gezogen, ne? Ja, habe ich gesehen irgendwie. Egal. Und damit geht es los zu den Außen. Gerade abgecheckt, wen ich habe. Ja. Aber ich bin diesmal ein bisschen schwerer gegangen hier. Aber wir kommen erstmal zu deinen Spielern. Sneaky oder bist du sneaky gegangen oder hast du gute Spieler mitgenommen? Damit ich jetzt schon mal weiß. Ja, ich bin auf der linken Seite, würde ich sagen, ein bisschen sneaky, Alter. Den wirst du niemals haben. Aber rechts, das geht eigentlich. Ja, rechts geht eigentlich. Aber wir kommen erstmal zu deinen Spielern. Ich habe zwei Kontinente aufgeschrieben, ja? Ich verrate es schon mal. Einmal Europa und einmal Südamerika. Einmal Europa, einmal Südamerika. Du warst rechts halt fertig eigentlich so, ne? Vom Ding her. Du bräuchst jetzt keinen mehr, glaube ich. Ja. Links bin ich auch in Europa geblieben und rechts bin ich auch in Südamerika geblieben. Genau so habe ich es, Alter. Komm. Die Frage ist, hast du rechts einen Brasilianer aufgeschrieben? Vielleicht. Und links? Was hast du da? Sag mal Nation links? Links habe ich einen Franzosen. Okay, dann kann ich dir sagen, eine Nation von beiden habe ich aufgeschrieben. Eine. Okay, ich fange mit dem Rechten an. Ich habe Danilo auf der rechten Seite. Jetzt weißt du eigentlich theoretisch schon, ob du den linken haben könntest. Ja, weiß ich schon. Ja, ich weiß schon. Und links habe ich Kurzawa. Da gab es ja drei, ne? Ja, stimmt. Amavi, Kurzawa und Dings. Ja, okay. Ich habe, ich hatte einen Brasilianer aufgeschrieben. Links hatte ich Jordi Alba. Okay. Und rechts hatte ich einen Brasilianer aufgeschrieben. Und es ist... Ich habe kurzzeitig, du hast Danilo mitgenommen, ne? Ich habe kurzzeitig an Mariano gedacht. Aber dann hast du Danilo aufgeschrieben. Naja, dann habe ich Dani Alves aufgeschrieben. Witzig. Ich dachte, jetzt hat er hier einen Punkt geholt. Ja, aber es steht immer noch 0-0, Leute. Das wird hier noch richtig, richtig spannend. Und jetzt kommen auch noch deine Außenverteidiger, bro. Wie gesagt, links, die wirst du niemals haben, ne? Weil links ist es... Wo ist er? Hier. Mach einfach schnell. Caceres geworden, weil der hat eigentlich eine Rechtsverteidigerkarte und der ist jetzt Linksverteidiger. Wirst du niemals drauf kommen. Und rechts, wie gesagt, könnte man drauf kommen und zwar ist es der gute alte Lichtsteiner. Lichtsteiner? Junge, nimm doch mal einen Spanier mit, Digga. Carvajal oder was? Aspi, der habe ich nicht. Ja, der hat jetzt einen Rechtsverteidiger. Ja, stimmt da, ja. Und ein Downgrade auf 83, warum auch immer. Okay, von volles 86 Team. Oder so, Digga, das ist schon krasser Downgrade. Ganz kurios, ne? Von 86 auf 83. Na egal. Okay, drei Spieler sind's noch. Das heißt, es kommt jetzt bei den letzten 13 Scheiben. Digga, es könnte hier echt ein Unentschieden passieren, Leute. Und dann wird es auf jeden Fall ganz eskalieren. Dann wird es schnick, schnack, schnuck geben. Okay, ab geht es, Leute. Die letzten drei Spieler stehen an. Und ich schaue nochmal gerade bei mir auch wieder, ja, was ganz Gutes dabei. Schau mal, ob du auch was Gutes dabei hast. Ja. Das sind nämlich meine drei Tipps für deine letzten drei Spielerkollegen. Okay, die Frage ist jetzt, ob ich dich mit dem Brasilianer verwirrt habe. Hast du einen Brasilianer rechts aufgeschrieben? Sag's mir mal ganz schnell. Vielleicht. Sag mal ja oder nein, ich habe ihn schon drin. Ja. Echt? Ja. Einen guten oder einen schlechten? Einen guten. Oh no way. Hast du mich verwirrt oder hast du... Ich glaube, du hast ihn, Bro. Thiago Silva. Ich sag jetzt noch nichts, Digga. Digga, sag doch mal! Sonst will Spannung raus. Digga. Wieso Spannung draußen? Das werde ich draußen. Das sind die letzten drei Spieler. Ja, und sag doch mal. Mach erstmal die anderen beiden. Ja, du hast die Nähe, Alter. Weiß ich jetzt schon, kann ich schon rauskicken. Thiago Silva, Laporte und im Tor habe ich Hugo Lloris. Warum bist du dir sicher, dass ich Thiago Silva habe? Jetzt mal ehrlich. Ja, weil du sagst, du hast einen guten Brasilianer. Ich habe Marquinhos aufgeschrieben, Digga. Echt jetzt? Ja. Hä, warum? Ja, keine Ahnung. Den habe ich nicht mal. Du hast ihn nicht. Martinez hast du nicht. Nö. Ey, scheiße. Umtiti hab ich. Ja. Und Ederson, ey. Was? Ey, Junge, ich war so knapp dran, ne? Mit no, Umtiti, ey. Ich hab ein volles Team, Leute. Applaus, Applaus, Applaus. Nice. Okay, kommen wir zu meinen Spielern. Aber vor, Bro, ich hab Thiago Silva, Digga. Ich hab dich nur geprankt. Halt's Maul. Thiago Silva, weg damit, Junge. Hau ihn raus, ey. Halt's Maul, Junge. HDR, Maul, bitte. HDR. Den hast du schon zwei oder mal mitgenommen. Ich hab den noch nie mitgenommen, weil ich hab immer diesen... Ich hab diesen billigen davon mitgenommen. Diesen
Ich hab noch einen Brasilianer. Ich weiß halt, dass du ihn hast, weil du bei mir im Bingo hast, bei mir sogar auf dem Kanal hast du ihn gezogen. Da weiß ich halt, dass du ihn hast. Okay. Okay, aber du kannst ja jetzt noch einen Ausgleich holen. Oh Junge, 1-0 für den Typen. Ich dachte gerade echt ein Marquinhos. Du kannst einen Ausgleich holen, weil einer ist relativ auffällig. Da fange ich an. Und zwar links Otamendi, 86er. Weiter geht's rechts mit... Okay, die letzten beiden sind beide deutsche Karten. Süle und im Tor der gute Bernd Leno. Yep, Bernd Leno wird safe nicht haben, aber Süle und... Zwei Deutsche, ein Argentinier auf dem Zettel. Laber doch nicht, als wenn zwei Deutsche. Zwei Deutsche, ein Argentinier. Torwart deutsch, ja. Verteidiger deutsch, ja, normal, Verteidiger Argentinier. Aber Otamendi habe ich nicht, ich habe Rojo. Ja. Ja. Oh, den habe ich auch im Verein, Alter. Einen Bayern-Spieler habe ich. Ich habe auch einen deutschen Torwart und der Torwart ist Ter Stegen. Ich wusste, dass du das sehen hast. Ja, das ist die Frage, ob ich den Innenverteidiger, wo das dann 1-1 steht oder nicht. Ich habe den besten Innenverteidiger aufgeschrieben, Mats Hummels. Ja! Come on, Junge! Jawohl, Alter. 1-0 gewonnen, Alter. Was war das für ein knappes Teil hier? Okay. Ein Spieler abstoßen, Bro. Ein Spieler abstoßen. Nice, ey. Hallo. Bist du noch da? Junge, ich habe keinen Bock, Digga. Das ist die Scheiße hier. Da, ihr müsst irgendwie noch eine andere Taktik in die Kommentare schreiben. Ich will eigentlich gegen Till spielen. Damit ich den fertig machen kann im Game. Ich tue Thiago Silva wieder rein. Ich mach dich fertig, Junge. Was ist los mit dir? Du, guck mal, du gewinnst Alter, nur durch so eine Schummlereien hier, dass du einen Thiago Silva, obwohl du eigentlich Marquinhos aufgeschrieben hast, beschrieben was, hast, ne? Was erzählt der Typ da? Vielleicht, Alter. Du wirst erst erfahren, wenn du das Video schneidest. Ja, wenn ich das echt schneide und du hattest den nicht, ne, dann kriegst du einen aufs... Dann wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann grätsch ich dich komplett weg, Digga. Aber volle Möhre. Voll hinten weg. Okay, dann hast du sortiert jetzt. Ja, hab ich. So, du hast die 4-4-2-Formation, Kollege. Die geht mir schon richtig auf die Nerven, weil du die immer mitnimmst. Ne? Ja, die ist mal geil, Digga. Mal halt Small, nimm was anderes. So, und du hast die Außenposition. Links und rechtes Mittelfeld, ne? Weil der 4-4-2 gibt's ja sonst nicht so oft rechtes und linkes Mittelfeld. Deswegen werde ich da jetzt mal was nehmen. Okay, mach. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Wo steht mal? Okay, bei mir steht der Higher-Rated-Spieler. Bei mir steht der Higher-Rated-Spieler auf links, Gomez. Rechts war Callejon mit 82, Gomez 84, deswegen nehme ich den linken. Gomez hat entschieden. Hau raus, Digga. Rechts jetzt, oder was? Also rechts, links, Junge. Gomez ist high-rated als Callejon, ist doch normal. Linken nehme ich jetzt, linken Mittelfeldspieler. Ja, ich sag dir nicht, wen du bekommen hast. Leute, lasst einen Daumen hoch da, Digga. Hallo, halt's Maul, jetzt hören wir mal 40 Likes gehen zu knacken, lasst ein kostenloses Abo. Da, guck mal, was der macht, Alter, der gewinnt 1-0. Was ist, hab ich das gut? 1-0, ja, hast du. Gib mal Icon. Nee. Hast du, ich geb dir Suarez, Digga. Oh, come on, Junge. Hast du so verdient, Mann, Alter. Hast du so verdient, ey. Komm, hau ihn weg, ey. Ah, Gomez, Alter. Legende Gomez hat entschieden, ey. Hau ihn mal raus hier direkt. Junge, hör doch. Übertreib, du hattest eine Chance. Ja, okay, ich hatte auch... Ich hatte Thiago Silva, ich hatte Suarez, ich hatte Kane, ich hatte Loris, ich hatte Hernandez. Die Chance, einen guten zu treffen, war 5... Wieso nehme ich überhaupt so gute Spieler mit, Digga? Aber sag mal kurz, wie viele Münzen kriegst du jetzt für den? Null. Leute, lass eine Bewertung da, der will mich nur provozieren, sonst raste ich gleich aus. Leute, mach's gut, check nicht seinen Kanal ab, Digga. Wir sind raus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Junge, wieso triffst du ausgerechnet Suarez, Digga? Das ist so Quatsch von dir, ne? Ich muss schon Name abstoßen, nicht gegen dich, aber... Hast Name abgestoßen? Ja, gegen Max. Nee, gegen Max, Digga, muss ich Name abstoßen.